liebe Studenten, liebe Schüler, eigentlich zukünftige Studenten, liebe Lehrer und liebe Sponsoren, es ist einmal soweit. Dieses Jahr ist das 11. Jahr, dass wir die Schüleruni anbieten und dass wir unsere zukünftigen Studenten, noch Schüler, zeigen wollen, was wir anzubieten haben. Ja? Ich werde jetzt lange Rede, kurzer Sinn, werde ich weiterhin das Wort an unseren Prorektor, Herr Christian Sakaria, geben. Und ich werde dann der Reihe nach moderieren, unsere Gäste. Und dann bleiben wir am Ende ein wenig, dass unsere Kollegin Lena euch ein paar organisatorische Details sagt bezüglich dieser Woche. Dankeschön. Christian, bitte. Danke, Tudor. Und liebe Freunde, damit wir das jetzt nicht mehr in Schüler, Studenten, Professoren, Gäste einteilen. Also liebe Freunde, willkommen an der Babelsberg-Universität. Was ein Prorektor ist, werde ich jetzt nicht verraten. Das könnt ihr googeln, womit er sich beschäftigt, so den ganzen Tag. Was man von mir erwartet, sind natürlich Reden ohne Ende. Aber ich bin selbst ein Informatiker und das mit dem Reden habe ich nicht so dran. Trotzdem, willkommen in der nicht offiziellen akademischen, kulturellen und the most hype city in Rumänien, Cluj-Napoca, also Klausenburg, und willkommen an der ältesten Universität in Rumänien. Wir feiern in diesem Jahr am 12. Mai unser 442. Geburtstag. Und wir sind gleichzeitig auch die größte Universität im Lande mit 50.000 Studierenden, 5.000 Lehrkräfte und Mitarbeiter. Wir sind natürlich größer als viele Städte in Rumänien. Und willkommen nochmals in Klausenburg, eine Stadt, die vom akademischen Leben geprägt ist. Die Babelsberg-Universität ist die einzige multikulturelle Universität im Lande und bietet vollständige Studien in deutscher Sprache in 8 verschiedenen Studienrichtungen. Und die werden wir euch auch vorstellen in den kommenden Tagen und hoffen sehr, dass wir viele von euch in 2 Jahren hier nochmals treffen. Viele von den Kolleginnen und Kollegen hier werden eure Professorinnen und Professoren sein und ihr werdet sehr viel Spaß haben. Ihr werdet auch Zeit während dieser Schüleruni, genug Freizeit haben, um das studentische Leben in Klausenburg zu genießen. Und dafür ist unser Kollege Paul Lung zuständig. Der ist der Häuptling der deutschsprachigen Studierenden hier an der Babelsberg-Universität oder studentischer Unterpräfekt der deutschsprachigen Studien. Das ist sein offizieller Titel. Professoren sollen nicht viel reden, denn sonst langweilen sich die Schüler und die Studenten. Deswegen nochmals herzlichen Dank an euch alle, dass ihr Vertrauen in uns habt, dass ihr diese Veranstaltung mit Leben füllt, dass ihr neugierig seid, was wir anbieten können. Und ich hoffe sehr, dass wir all diese Erwartungen auch erfüllen werden. Genießt diese Woche in Klausenburg und lasst es euch schmecken, weil Klausenburg auch vieles anzubieten hat. Gut, eine wunderschöne Woche und viel Erfolg an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Danke. Vielen Dank, Herr Prorektor. Bitte schön, Paul, ob du etwas den Schülern sagen willst, die sehr neugierig sind. Ja? Sehr geehrter Herr Prorektor Christian Sakaria, sehr geehrter Herr Veranstalter Tudor Irimiaș, sehr geehrte Lehrkräfte, Gäste,
Vertreter der Wirtschaft, Studierende der UBB und zu guter Letzt liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist Paul Lung, ich bin Masterstudent im ersten Jahrgang an der Fakultät für Politik, Verwaltungs- und Kommunikationswissenschaften im Rahmen der deutschsprachigen Studienrichtung und es ist mir eine Ehre, Sie alle heute seitens des Studentenrates der Babesberg-Universität anzusprechen. 110, so viele von euch sind diese Woche da. So viele, die mehr über das Bildungsangebot der deutschsprachigen Studienrichtung erfahren möchten. Diese Zahl freut mich sehr und gibt mir weiterhin Hoffnung, dass die jüngeren Generationen sich immer mehr eine Zukunft inklusive das Studium im eigenen Heimatland wünschen. Wie bereits erwähnt, spreche ich euch heute seitens des Studentenrates an. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was der Studentenrat der Universität ist, welche die Zwecke dieser Struktur sind und was uns zu einzigartig macht. Der Studentenrat ist also die einzige offizielle Vertretungsstruktur der Studierenden innerhalb der Universität, die nach der eigenen Vorschrift funktioniert und die auch in der Charta der Universität ist. Und an der Struktur des Studentenrates stehen Studentensenatoren, aber auch Studentenkanzler und Studentenvertreter, die alle Fakultäten, Studienrichtungen und Doktoranden vertreten. Ich als Studentenvizepräfekt stehe da als Leiter des Studentenrates und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die Studierende auf Fakultätsebene repräsentieren, setze ich mich ein, die Interessen und Rechte der deutschsprachigen Studierenden in allen Entscheidungsforen der Universität zu schützen und zu vertreten. Anders gesagt, wir, die Studierende der Babesberg-Universität, haben im Laufe der Zeit eine ziemlich ausgedehnte Kultur der Studentenvertretung entwickelt, das auch, wie ihr vielleicht schon wisst, das beste Studentenleben im Land ermöglicht. Im Rahmen der diesjährigen Schüleruni, wie auch vorher gesagt, werdet ihr zahlreiche Informationen über das Angebot verschiedener deutschsprachiger Studiengänge erhalten. Und dank dieser Tatsache möchte ich euch, liebe Schülerinnen und Schüler, vorschlagen, diese Zeit im Rahmen der Schüleruni zu genießen und sogar auch alle eure Fragen zu stellen. Ihr werdet in dieser Woche sehen, dass die deutschsprachige Studienrichtung euch zahlreiche Gelegenheiten sowohl zur Selbstentwicklung, aber auch zur Entwicklung im akademischen Sinne anbieten kann. Zusätzlich, da die deutsche und die deutschsprachige Wirtschaft in dem Bildungsprozess aus Klausenburg engagiert ist, werdet ihr sehen, wie die deutsche Sprache und ein Abschluss hier an der deutschsprachigen Studienrichtung der Babesberg-Universität eigentlich einen Karrieresprung für euch in der Zukunft bedeuten wird. Und eigentlich nicht nur nach, sondern auch während des Studiums, denn es entstehen so viele Projekte zwischen unserer Universität und verschiedenen Konzernen, die den Studierenden gewidmet sind. Und alles in allem, liebe Schülerinnen und Schüler, ich wünsche euch seitens des Studentenrates der Babesberg-Universität viel Spaß in eurer Erfahrung hier an der Uni. Genießt die Zeit. Sammelt so viele Informationen wie möglich und schließt so viele Freundschaften wie möglich, denn diese sind die Sachen, die am Ende eines solchen Projekts zählen. Letztens möchte ich euch auch viel Erfolg für die kommende Bakalaureatsprüfung wünschen und ich erwarte euch am Donnerstag bei dem Treasure Hunt, da ich euch versprechen kann, dass es euch Spaß machen wird und wir werden ja auch Zeit haben, um uns besser kennenzulernen und uns sogar auch mehr über das Studentenleben in Klausenburg zu unterhalten. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön, Paul. Jetzt will ich die Frau Erika Varga vorstellen, Direktor Bosch, Planificarea Vânzărilor, Controlling și Managementul Proiectelor und Vizepräsidentin von den deutschsprachigen Wirtschaftsgruppe Nordtranssilvaniens. Und meine ehemalige Kollegin, wir waren gemeinsam Studenten an der Babesberg-Universität im selben Jahr. Also deine Präsenz hier heute liegt mir sehr nahe am Herzen. Willkommen. Hallo zusammen, liebe Freunde, liebe Teilnehmer an der heutigen Veranstaltung.
Es ist mir eine große Ehre und auch Freude, hier heute zu sein und euch in Klausenburg an der Babesch-Bolyai-Universität begrüßen zu dürfen. Wie Tudor auch gesagt hat, wir waren damals Kollegen, das ist vor mehr als 10 Jahren, also ich bin schon alt sozusagen im Vergleich zu euch. Aber ich möchte euch heute ein bisschen Perspektive geben über das Studium an der Babesch-Bolyai-Universität und was für Möglichkeiten ihr während des Studiums und auch nach dem Studium dadurch habt. Ihr habt alle den größten Teil eurer Schuljahre schon hinter euch und es stehen wichtige Entscheidungen vor euch. Einer dieser Entscheidungen ist natürlich auch, das Studium auszuwählen. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, die Studiumjahre werden eigentlich euch die Möglichkeit geben, eure Stärken und auch eure Fähigkeiten zu verfestigen. Es werden euch die Möglichkeit geben, einen Wissensschatz aufzubauen. Aber es werden euch auch die Möglichkeit geben, Freundschaften und auch Kontakte aufzubauen, auch bezüglich eurer Weiterentwicklung und auch Karriere. Als ehemalige Alumni der Babesch-Bolyai-Universität und auch der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Unternehmensführung kann ich aus Erfahrung sagen, schon damals hatte ich die Gelegenheit, auch international zu gehen während des Studiums. Also ich hatte ein internationales Praktikum, die mir eigentlich Erfahrungen für mein ganzes Leben geschenkt hat. Und seitdem arbeite ich immer noch in einem internationalen Kontext, globalen eigentlich, und das macht so viel Spaß. Also ich kann das gar nicht beschreiben in Worte. Ja? Ihr habt heute die Freiheit, euer Studium zu wählen und das auch zu gestalten. Das kommt aber auch mit einer gewissen Verantwortung. Es ist wichtig, dass ihr diese Entscheidung gut überlegt, weil ihr beeinflusst dadurch nicht nur euren momentanen Lebensweg, sondern auch euren zukünftigen Lebensweg. Ihr werdet während des Studiums hunderte Texte lesen, hunderte Vorlesungen haben und dadurch vielleicht auch den Bereich erkennen, in dem ihr dann später arbeiten werdet. Und ganz ehrlich, das theoretische Studium ist natürlich spannend, aber einen Rundumschlag bekommt ihr nur, wenn ihr auch ein bisschen Einblick in Praxis bekommt. Und das hat auch der Herr Kollege hier früher erwähnt, das UBB, die Babesch-Bolyai-Universität, steht in verschiedenen Kontakten mit unterschiedlichsten Unternehmen in Cluj, wie auch zum Beispiel Bosch, wie auch NTT und andere Unternehmen, die heute hier sind. Und diese Unternehmen durch die Beziehung zu der Universität bieten euch zahlreiche Praktikumsmöglichkeiten an. Nutzt diese aus. Also das ist wirklich, was ich sagen kann. Es ist natürlich immer ein Gleichgewicht zwischen Studium und Praktikum, aber es ist wichtig, dass ihr auch Einblick in die Praxis bekommt. Weil am Ende des Tages ist eigentlich fast egal, wofür man sich entscheidet, solange das Spaß macht. Es ist wichtig, was einen motiviert, was möchte man bewegen eigentlich nach dem Studium und während des Studiums und wofür steht man eigentlich aus dem Bett aus oder auf morgens. Also das sind die Sachen, die ihr euch überlegen solltet. Zusammenfassend möchte ich nochmal erwähnen, also nutzt die Möglichkeiten aus, die euch während des Studiums angeboten werden, egal ob jetzt Theorie oder Praxis. Bleibt neugierig und wissbegierig. Das ist sehr wichtig für das Leben und auch für das lebenslange Lernen, was auf euch wartet. Es ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess. Und während der Studiumjahre sucht euch proaktiv Entwicklungsmöglichkeiten, nicht nur Entwicklung eures Wissens, sondern Entwicklung eurer sozialen Kompetenzen. Das ist heutzutage fast genauso wichtig wie das Wissen in sich. Wie auch Kollegen schon gesagt haben, ich selber wünsche euch auch viel Erfolg bei den Prüfungen und auch viel Erfolg bei der Auswahl eures Studiums. Ja? Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Erika. Es folgt die Repräsentantin von Exciting Rome SRL, Sidonia Kovac, Recruiting Specialist
bei Exciting. Ich will nur etwas über Exciting sagen. Diese Leute haben nicht nur sponsorisiert, sondern sie wollten sicherstellen, dass dieses Event CO2-Abgasen-neutral ist. Und das heißt, dieses Event wird dann abgedeckt in Form von Pflanzen, von Bäumen, die Exciting dann übernommen hat. Vielen Dank. Bitte schön. So, hallo auch von meiner Seite. Es ist eine Freude und auch eine Ehre für mich, heute hier vor euch sitzen zu können und euch einiges über Exciting und nicht nur sagen zu können. Sidonia Kovac ist mein Name. Bei mir hat alles 2011 in Cluj angefangen. Begonnen hat mein Studium damals an der Fakultät für Europastudien und internationale Kommunikation. Und 2016 habe ich das Ganze abgerundet mit meinem Masterstudium in internationaler Kommunikation, auch in Cluj, auch auf Deutsch. Bei Exciting darf ich das ganze Thema rund um Recruiting betreuen und das global. Das heißt, allen Standorten bin ich auch dafür zuständig, die besten oder passendsten Kollegen und Kolleginnen zu finden. Exciting ist ein IT-Sicherheitsunternehmen, besser gesagt runden wir das ganze Thema SAP-Sicherheitslösungen ab. Wahrscheinlich sagt euch SAP nicht so viel jetzt, wenn dann aber wahrscheinlich erst nach dem Studium oder während des Studiums ist es schon ein Begriff. Exciting wurde 2008 gegründet, damals in der Schweiz von zwei Kollegen von mir. Als Idee war das damals, dass sie IT-Trainings oder Weiterentwicklungen angeboten haben. Das Ganze hat sich sehr schnell auch weiterentwickelt, weil unsere Produkte innerhalb des Unternehmens entwickelt wurden und dadurch das Ganze in Richtung Beratung und Services dann weiterging. Von Kunden würde ich nur das Wichtigste sagen, und zwar, dass sehr viele die Unterstützung von uns bekommen. Das sind mehr als 500 aktuell und mittlerweile arbeiten 110 Kollegen global bei uns, aufgeteilt auf die verschiedensten Länder von Schweiz, Deutschland, USA, England und in Rumänien sind wir natürlich auch vertreten mit 28 Kollegen, das einmal in Klausenburg und in Hermannstadt. Was uns sehr, sehr wichtig ist bei Exciting, ist die Weiterentwicklung bzw. die Entwicklung allgemein der Kollegen. Und das beginnt schon ab dem ersten Schritt bei uns mit dem Onboarding. Das heißt, sie machen verschiedene Trainings, angefangen von diesem SAP, worüber ich euch gesprochen hatte, ganz klassisch bis hin zu den spezifischeren Themen, die wir bei Exciting auch begleiten. Und das nicht nur in der Anfangsphase, sondern natürlich, das wird gefördert und gelebt, dass die Weiterentwicklungen dann auch innerhalb des Unternehmens weiterhin auch bleiben, damit die Leute auch motiviert sind. Ein Projekt, was uns am Herzen liegt und gerade auch erwähnt wurde, ist die CO2-Neutralität und wir sind sehr, sehr froh darüber, dass wir aktuell 100% das erschaffen können und das darüber, dass wir beispielsweise in verschiedenen Umwelt- und Klimaschutzprojekten mit agieren und sehr, sehr tief im Thema drin sind. Eines davon ist das Ausarbeiten bzw. das Pflanzen oder Neuerschaffen der Wälder, die vielleicht abgehakt wurden in der letzten Zeit. Seit 2021 ist es in den rumänischen Karpaten. Genau, so viel von mir.
Ich wünsche euch schöne Tage, viel Erfolg natürlich auch. Nehmt so viel wie möglich mit in den nächsten Tagen. Habt viel Spaß daran. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal Interesse an Exciting habt, einfach vorüberzukommen, einfach Bescheid zu geben. Und dann zeigen wir euch unseren Alltag. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kovac. Ja, wenn die Schüler auch die Interesse haben, dann könnt ihr unsere Sponsoren auch auf die Webseite euch anschauen und dort gibt es Links, auch Hyperlinks zu den Webseiten unserer Sponsoren. Jetzt wird Frau Diana Sternese, Head of Coaching School and Academic Initiatives, sprechen. Sie repräsentiert NTT Data und NTT Data ist, würde ich sagen, das älteste Unternehmen, das sich mit der Schüleruni beschäftigt hat. Vielen Dank dafür und hoffentlich, dass auch die anderen Sponsoren das übernehmen, diese Tendenz. Ja? Danke, bitte. Bine ați venit la Cluj, dragi elevi. Bună seara, dragi și stimați profesori, doamne profesoare și domn profesor. Cum a zis și domnul Irimea, sunt Diana Stănese, reprezint firma Entidata România, o firmă mare de IT din Cluj, dar și la nivel global. Într-adevăr, de când ne-am înființat, acum 23 de ani, am simțit nevoia, dar nu numai nevoia, dar și necesitatea studenților și a tinerilor din jurul nostru de a se forma continuu. Într-adevăr, universitatea contribuie foarte mult la creșterea, dezvoltarea și devenirea lor în profesia pe care și-o doresc, însă mediul economic cumva, noi am simțit că e nevoie să dăm mai mult și să contribuim cât de mult putem ca acești tineri să își descopere pasiunea sau ce doresc să facă în viață și în special cum să facă primii pași în carieră. Și de aceea încă de la începuturi noi am contribuit la acest lucru. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să organizăm stagii de practică, pentru că este important, pe lângă ceea ce învață în mod teoretic la universitate, să cunoască și partea practică a lucrurilor sau cum se fac lucrurile într-un proiect de IT și am continuat cu academii, cu burse de studii, cu sponsorizarea unor conferințe sau evenimente de acest gen, tocmai pentru a fi cât mai aproape de acești tineri care au nevoie de îndrumare, atât din mediul economic, cât și universitar și nu numai de acasă, de exemplu. Ce am mai făcut acum, cred că 8 ani sau 9 ani, împreună cu domnul Săcârea și cu doi parteneri de-ai noștri, am înființat secția de informatică în limba germană, tocmai pentru a da posibilitatea elevilor care învață la liceu acum în limba germană să studieze mai departe informatica tot în limba germană. Pentru că sunt foarte multe, știți, firme de IT care vin din Germania și își doresc programatori și professionals care vorbesc limba germană. Și atunci asta a fost motivul pentru care noi ne-am adunat mai mulți și am înființat această secție de limbă germană, după care a urmat și un masterat. Deci puteți să continuați studiile în limba germană la această universitate, după care puteți alege din multitudinea de posibilități și oportunități pe care Clujul vă oferă să lucrați într-o firmă internațională. Mâine ne vedem cu câțiva dintre voi. Vă așteptăm cu drag în cadrul sediului nostru, împreună cu domnul Săcârea, pe cei care sunteți interesați de a studia la această facultate de informatică în limba germană. Celorlalți le urez mult succes în continuare, la bacalaureat și la examenele care urmează, dar și să vă distrați și să vă bucurați de Cluj, pentru a vedea ce vă așteaptă începând din toamnă. Și o seară frumoasă! Es folgt Herr Lukas von Grossmann, der Repräsentant von Bosch. Würden Sie es gerne haben, dass Sie von dort sprechen oder bitte schön. Ja.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schüler und Schülerinnen, es freut mich, dass ich heute hier vor Ihnen stehen darf und auch die Firma Bosch repräsentieren darf. Mein Name ist Lukas von Großmann. Ich bin Gruppenleiter bei Bosch in Cluj, in Jukru, in der Logistik. Ich bin selbst Deutscher und komme aus der Nähe von München. Gut. So, das Erste, was mich natürlich interessiert, wer kennt Bosch? Vielleicht ein kurzes Handzeichen melden mit der Hand. Okay, ja, 30% ungefähr. Deswegen möchte ich Ihnen kurz zeigen, was ist eigentlich Bosch? Ja, wofür stehen wir? Zuallererst kommen wir zu den Produkten. Das ist für kleine Leute gemacht. Bosch ist bekannt geworden über das Thema Automobilindustrie. Ich denke, jeder, der heute vielleicht mit dem Auto oder von den Eltern hierher gefahren ist, wird mindestens ein Teil von Bosch im Auto haben. Ja? Das heißt von Sensoren, Drehzahlsensoren, über Airbags, über diverse andere Applikationen, ABS. Es gibt eigentlich fast kein Auto ohne ein Bosch-Teil. Ansonsten sind wir noch groß in der Industrie. Das sind so bei Bosch Rexroth zum Beispiel die Zahnräder, die zum Beispiel in Brücken verwendet werden oder auch für Sicherheitstechniken im Building and Technology Bereich. Und was einige von Ihnen vielleicht kennen werden, ist im Consumer-Bereich, wenn Sie an das Thema Smart Home denken, in der Küche zum Beispiel eine Waschmaschine oder eine Geschirrspülmaschine oder auch eine Bohrmaschine für die Handwerker dann zu Hause. Oder auch, wenn man sich ans iPhone denkt, ja, der Sensor, der dafür zuständig ist, ob es vertikal oder horizontal ist, ist auch einer der Produkte, die wir unter anderem anbieten. Gut, Bosch ist ein internationaler Konzern. Wir haben 400.000 Mitarbeiter weltweit. Wir sind in über 60 Länder vertreten. Das heißt, es gibt fast kein Land, in dem wir noch nicht sind, tatsächlich. Und wir sind auch in Rumänien natürlich. Wir haben hier 9.000 Mitarbeiter ungefähr und investieren in den letzten Jahren mehrere Millionen Euro und haben auch weiter vor, in das Land Rumänien zu investieren. Wir sind an vier verschiedenen Städten. Wir sind sowohl in Bukarest, in Cluj mit zwei Standorten, dem Engineering Center direkt hier in im City Center, als auch in Jukru, das Produktionswerk. Wir sind weiterhin in Blaj und in Timișoara vertreten. Gut, ich selber komme aus dem Werk in Cluj. Das ist ein Bild hiervon. Man sieht schon, es gibt drei Produktionshallen in Jukru bei Bosch. Und die dritte Halle wurde tatsächlich letztes Jahr eröffnet. Und die neueste Neuerung ist, und das sieht man an den Dächern auf dem Bild, sind die neuen Solaranlagen. Das heißt, Nachhaltigkeit ist für uns natürlich auch enorm wichtig. Das heißt, wir produzieren unseren eigenen Strom gerade für unseren Eigenbedarf. Neben dem Strom produzieren wir natürlich noch ganz viele andere Produkte. Wir sind vor allem hier auch sehr automotive-lastig unterwegs, aber auch zum Beispiel Komponenten für das E-Bike, falls der ein oder andere schon in den Genuss gekommen ist, und natürlich Fahrerassistenzsysteme. Gut. Ansonsten habe ich Ihnen noch ein paar Bilder mitgebracht, wie es bei uns im Werk tatsächlich ausschaut. Es sind so ein paar Kommunikationsräume, ein paar Kaffeebereiche, Pausenbereiche, dass Sie einfach mal einen Eindruck bekommen, wie bei uns die Räumlichkeiten sind. Im unteren linken Bild sehen Sie zum Beispiel auch, wie es in der Produktion aussieht, ja, wo es auch in der Produktionsbesprechungsräume gibt. Gut, aber warum erzähle ich Ihnen das? Wir haben natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, warum Sie auch zu uns kommen können. Eigentlich ist es völlig egal, in welcher Phase Sie sich befinden im Studium, weil wir haben so viele Angebote, sei es von Stipendien, die wir anbieten, über Praktika, über Werkstudententätigkeiten, Bachelor- und Masterarbeiten oder auch, sobald Sie mit dem Studium dann fertig sind, zum Beispiel Einstiege über das sogenannte Junior-Manager-Programm oder auch Doktorandenprogramm. Ja, also egal in welcher Phase Sie sind, wir haben Optionen und Möglichkeiten hier bei uns. Gut,
Aber bevor Sie sich für eine dieser Optionen entscheiden, wird für Sie sicherlich in den nächsten Tagen wichtig sein, was Sie studieren wollen. Ja? Und meine Empfehlung an Sie wäre, überlegen Sie sich tatsächlich die Momente, wo die Zeit für Sie wirklich am Rasen war. Das heißt, wo Sie in Themen investiert haben, wo Sie auf die Uhrzeit geguckt haben und sagen, Mensch, ich habe um 8 Uhr angefangen, jetzt ist es schon 4 Uhr, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja, also genau die Momente, wo Sie wirklich leidenschaftlich unterwegs waren, wo Sie ganz neugierig, wissbegierig waren, das sind die Bereiche, wo ich Ihnen empfehlen würde, sich auch im Studium zu spezialisieren. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg bei der richtigen Wahl dazu. Ja. Vielen Dank, Herr von Großmann. Es folgt unser nächster Sponsor, Emerson, vertreten von Gabriel Uifalian. Bitte schön. Hallo, ich muss mit euch ehrlich sein. Meine Idee war am Anfang zu sagen, es tut mir leid, meine Deutschkenntnisse sind nicht so gut, ich gehe noch immer zum Deutschkurs. Aber jetzt, dass ich habe alle die anderen Kollegen gehört, ich muss sagen, es tut mir leid, meine Deutschkenntnisse sind schlecht. Also wenn Sie mich nicht so gut verstanden, bitte sagt mir, damit ich kann weiter auf Rumänisch gehen. Okay? Danke. Also ich möchte euch ein bisschen über Emerson sagen. Ich werde nicht fragen, ob Sie über uns etwas gehört haben, weil ich bin sehr sicher, dass Sie haben keine Idee, was, wie wir sind oder was wir machen. Also ich möchte euch nur ein kurzes Video zeigen, dann könnte ich euch mehr Details geben. So let's go. Let's think differently. Learn, collaborate, grow, seek opportunity, push boundaries, be empowered to make things better, speed up to break through. Let's go. Together. At Emerson. Also sehr wichtig, Emerson ist ein weltweit Geführer von Automatisierungsindustrie. Also wir sind nicht so bekannt als Bosch, aber unsere Arbeit ist sehr wichtig für sehr viele Unternehmen, damit sie könnten einen besseren Produktionsprozess haben. Ja, also sie könnten mit unseren Hardware- und Softwareprodukten besser produzieren, sie könnten weniger Materialien benutzen, sehr viel weniger Fehler machen und damit sind sie sich sicher freundlicher mit der Umwelt. Also wenn man geht zu einer Fabrik, egal was für eine Fabrik, ja, Automotive, Pharma, Lebensmittel, man kann sicher ein Produkt von Emerson da finden. Ja. Und wir haben mehr als 66.000 Mitarbeiter in der ganzen Welt, 130 Standorte. Und was ist sehr wichtig für euch zu kennen, ist, dass in Cluj wir haben eine der größten Büros in Europa. Okay? Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass hier findet man nicht nur Kollegen, die arbeiten direkt an die Produkten, also Hardware- und Softwareentwickler und Ingenieure und so weiter. Man findet auch sehr viele Kollegen, die arbeiten im Shared Services. Und was das bedeutet, ist, dass zum Beispiel in Deutschland, wir haben sehr viele Büros, aber die größte hat nur 300 oder 400 Mitarbeiter. Ja, es gibt ein paar, die sind kleiner, mit nur 100 Menschen im Total.
Und das bedeutet, dass sie brauchen sehr viel Hilfe. Sie brauchen Hilfe mit der Buchhaltung, mit HR-Prozessen, mit Finanz, mit IT. Und deswegen brauchen wir sehr viele Kollegen, die kann mit ihm mit diesen Problemen helfen. Und ja, es hilft sehr viel, wenn sie kennen gut Deutsch, damit sie könnten ja, leichter ihm helfen. Also im Amazon, du werdest jedes Tag mit Kollegen von Frankreich, Großbritannien, Deutschland und alle diese Länder arbeiten. Und das gibt so viele Opportunität, dass du kannst, wie ich habe meine Karriere als Recruiter begonnen und du kannst weitergehen auf welche Branche du wirst. Also du kannst weitergehen als Customer Support, logistisch, weiter als HR oder egal was. Also für uns sehr wichtig ist, dass du würdest immer mehr lernen. Also für uns, jedes Tag gibt es etwas Neues, das du lernen kannst. Für uns gibt es sehr, sehr, sehr viele Trainings, das man machen kann, damit du kannst weitergehen in deiner Karriere. Also wenn sie suchen ein Internship oder etwa irgendwo Praktikum zu machen, bitte denken an Amazon. Egal was für Fakultät, zu welcher Fakultät sie gehen weiter. Ja, wir suchen nicht nur Menschen mit technischem Studium, wir suchen nicht nur Ingenieurs, sondern auch Menschen, die haben, Finanz studiert oder so etwas, weil wir haben alle diese Opportunitäten, wo sie arbeiten kann. Zum Beispiel, ich habe studiert Deutsch in Hochschule und ja, wenn ich habe zu Amazon erst mal gekommen, wenn ich war zu Amazon erst mal gekommen in 2019, meine Kenntnisse waren nicht so gut, aber ich habe gesehen, dass sehr viele von meinen Kollegen in Deutschland brauchen Hilfe, ja, mehr Menschen zu finden. Sie brauchen einen Recruiter. Und deswegen habe ich wiederholt sehr viel. Ich gehe immer zu einem Deutschkurs, damit ich ihnen können mehr helfen. Ja, also vielleicht sehen Sie nicht, wie diese Kenntnisse können Sie jetzt helfen, aber ich kann euch garantieren, dass es gibt so viele Firmen, nicht nur uns, wo du kannst mit guter Deutsch beginnen und dann mit Trainings eine Karriere machen. Also du kannst alle lernen in der Firma. Also ich hoffe, dass ich werde euren Namen sehen, wenn ich Lebenslaufe lese und vielleicht werden wir ein Interview haben. Vielen Dank für die Präsentation, Herr Uifalian. Es folgt die Repräsentantin der Gutenberger. Ja, es ist ein Verein. Ihr sagt, dass es der einzige deutschsprachige Verein ist aus Rumänien. Ja? Schauen wir, was ihr uns zu sagen habt. Die Präsentation wird diese sein. Ja, ja, genau. Okay. Bitte schön. So, ich glaube, man kann mich hören. Sehr geehrter Herr Prorektor Sekirja, liebe Gäste, Professorinnen und Professoren, liebe Lehrer und Lehrerinnen und nicht zuletzt liebe Schülerinnen und Schüler. Es ist mir eine große Freude, heute im Namen des Gutenberg-Teams bei der diesjährigen Schüler-Uni sprechen zu dürfen. Mein Name ist Stefanie Klein und ich bin Studentin im dritten Jahr an der Fakultät für Europastudien. Ich bin auch Mitglied des Gutenberg-Studentenvereins, dem ersten Verein von deutschsprachigen Studenten und Schülern in Rumänien.
Seit 14 Jahren organisieren wir eine Vielzahl von Projekten für Jugendliche und sind eine Gemeinschaft von Menschen, die durch die Leidenschaft für die deutsche Sprache miteinander verbunden sind. Als Verein von deutschsprachigen Studenten haben wir auch eine enge Zusammenarbeit mit der deutschen Studienrichtung an der Borbisch-Böll-Universität in Klausenburg. Während dieser Woche werdet ihr die Gelegenheit haben, die breite Palette von deutschsprachigen Studiengängen an der BBU kennenzulernen. Ihr fragt euch bestimmt jetzt, warum ein Studium auf Deutsch interessant sein könnte. Ein Studium auf Deutsch bietet bessere Zukunftsperspektiven an, da es den Zugang zu einer internationalen Umgebung ermöglicht. Kurz gesagt, Englisch ist ein Muss und Deutsch ist ein Plus. Deutsch ist eine häufig gefragte Sprache in unserer Gesellschaft und deshalb ermutigen wir euch, deutschsprachige Studiengänge zu besuchen. Wenn ihr jedoch schneller und effizienter Deutsch lernen wollt und nützliche Erfahrungen sammeln möchtet, dann ist der Gutenberg Studentenverein eine wunderbare Gelegenheit, neben dem Studium. Unser größtes und beliebtestes Projekt ist die Gutenberg Sommerschule, bei der sich deutschsprachige Schüler der 9. bis zur 12. Klasse eine Woche in Klausenburg treffen, an Workshops teilnehmen und gemeinsam Spaß haben. In den letzten Jahren hatten wir im physischen Format über 200 Teilnehmer und 2021 in einer Online-Umgebung hatten wir über 60 Teilnehmer aus dem ganzen Land und den Nachbarländern Rumäniens. Letztes Jahr konnten wir nach einer zweijährigen Pause unser Projekt erstmals wieder im physischen Format durchführen und es nahmen über 100 Teilnehmer daran teil. Wir sind stolz darauf, dass wir auch immer mehr Teilnehmer aus dem Ausland haben. Auch dieses Jahr werden wir wieder ein Programm mit interaktiven Workshops anbieten, die sich um verschiedene Themen drehen und denen wir immer eine persönliche Note verleihen. Aber genug über uns. Ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen und wir werden euch während des Freizeitprogrammes, wenn wir uns treffen, mehr erzählen. Diese Woche dreht sich um euch und die Vorbereitung auf die nächste Etappe in eurem Leben, das Studentenleben. Genau. Es wird eine neue Herausforderung mit neuen Erfahrungen sein. Wir können euch nur empfehlen, diese Zeit in vollen Zügen zu genießen. Natürlich gibt es positive und negative Seiten des Studentenlebens, aber aus all diesen Erfahrungen werdet ihr unglaublich viel für das ganze Leben lernen. Um ein gutes Studentenleben zu führen, solltet ihr euch gut vorbereiten und auch freiwilliges Engagement in Betracht ziehen, was euch nur Vorteile bringen kann für euer persönliches Leben und auch für die Zukunft. Seid euch eure Ziele bewusst und arbeitet hart darauf hin, nur so könnt ihr positive Erfahrungen sammeln. Wir wünschen euch eine schöne Zeit in Cluj, genießt es und nehmt alles mit, was ihr könnt und benutzt dies auch in eurem Vorteil. Ihr findet uns als Gutenberger sowie als Studenten der BBU fast überall, wo es Projekte für aktive Jugendliche wie euch gibt. Und wenn wir euch irgendwie helfen können, kommt gerne zu uns. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch alles erdenklich Gute. Vielen Dank. Ihr werdet euch, also die Schüler treffen sich mit den Gutenberger am Freitag. Habt ihr einen Workshop, ja? Okay, gut. Um 9.30 Uhr. Vielen Dank, Herr Sekaria, bitteschön. Ja, wie es nun mal so die Informatiker machen, ich habe kein Sitzfleisch und ich muss dazwischen reden. Also ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken an die Firmen, die dieses Event sponsern. Und ich muss auch zugeben, dass die Industrie hier in Klausenburg uns immer so stark unterstützt. Ich könnte ruhig behaupten, dass die Deutschlandstudien ohne diese Unterstützung gar nicht existieren können. Aber somit sind wir eine der größten deutschsprachigen Gemeinden in Rumänien. Und das freut mich sehr und herzlichen Glückwunsch an Herrn Uifolern, dass so viele auch aus der Industrie Deutsch lernen. Und somit wird diese Gemeinde immer größer. Und wir sind, das sage ich ja immer so, eine große, kleine Familie. Und zu allerletzt, herzlichen Dank an Tudor, der dieses Event so großartig organisiert hat. Und ohne ihn wäre dies nicht möglich gewesen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Sekaria. Vielen Dank an den Sponsoren. Ihr dürft essen und schlafen wegen Sie, ja, hier. Natürlich hat UBB auch vieles gemacht.
Aber trotzdem, ohne den Sponsoren könnten wir das nicht machen. Ohne euch können wir nicht weitermachen, weiterleben. Die Lehrer brauchen Schüler, die Lehrer brauchen Studenten, damit sie dann ihre Karriere erfüllen können. Also ich wünsche euch auch allen eine tolle Zeit hier in Cluj. Wir treffen uns jetzt beim Abendessen und ihr werdet dann etwas bekommen von uns, damit alles gut läuft, auch für die Mittagessen, die kommen werden. Vielen, vielen Dank an allen und alles Gute. Ja.